Hoch über den Kornfeldern Iowas ist United Airlines Flug 232 in großen Schwierigkeiten. Ich hab sie. Was war das? Ein Triebwerk der DC-10 ist explodiert. Das Flugzeug ist außer Kontrolle. Sofort drosseln. Doch es ist jemand an Bord, der helfen kann. Fast niemand kennt die DC-10 besser als Danny Fitch. So wurde ich vom Passagier zum Crewmitglied. Wir müssen gerade bleiben. Dann versuchen wir das. Aber seine Erfahrungen sind nichts gegen das, was ihn hier erwartet. Hydraulik komplett ausgefallen. Ich hörte mir alles an und dachte, Danny, heute stirbst du. Hey, Mayday. United Airlines Flug 232 ist auf halbem Weg zwischen Denver und Chicago. Die DC-10 ist auf 37.000 Fuß. Das Wetter ist klar und der Flug scheint für Kapitän und Co-Pilot, beide ehemalige Kampfflieger, problemlos zu verlaufen. Sieht so aus, als ob wir pünktlich sind. Das Flugzeug war ausgetrimmt, wir tranken Kaffee und das Wetter war gut. Es hätte ein ganz normaler Flug werden müssen. Heute ist Kindertag bei United Airlines und ein Kinderticket kostet nur einen Penny. 52 der 285 Passagiere sind Kinder. Danke für die Kekse. Einen Kaffee bitte. Danny Fitch ist Pilot bei United Airlines und Fluglehrer für die DC-10. Der Flug verlief völlig normal. Wir waren auf Flughöhe gestiegen, das Essen wurde serviert. Danach habe ich einen Kaffee bestellt. Fliegen Sie heim? Ja, ich freue mich schon. Excuse me. Entschuldigung, könnte ich noch einen Kaffee bekommen? Thank you. Jerry Schemmel ist Basketballfunktionär und auf dem Weg zu einem Auswahlspiel. Es war ein ruhiger Flug. Es hieß, dass keine Turbulenzen erwartet werden. Die 2 Stunden Flug bis Chicago sollten problemlos verlaufen. Plötzlich war da ein Knall, als ob wir in einem großen Tornado wären. Co-Pilot Bill Records schaltet den Autopilot aus und steuert manuell. Ich hab sie. Was war das? Es gab keine Alarmzeichen, kein Klingeln, keine blinkenden Lichter. Nur diese Explosion. Als ich es hörte und spürte, dachte ich zuerst an eine Bombe und war mir sicher, wir würden alle sterben. Eine Bombenexplosion im Flugzeug überlebt man nicht. Danny Fitch beobachtet jede Bewegung der DC-10. Meine Kaffeetasse kippte um und mein Po wurde gegen die Armlehne gedrückt. Dann wurde das Flugzeug 10 Sekunden lang stark durchgerüttelt. Ich hab sie. Check die Messgeräte. Die Piloten können das Flugzeug kaum steuern. Kapitän Al Haynes versucht, die Ursache zu finden. Das Flugzeug vibrierte so stark, dass man die Instrumente nicht ablesen konnte. Man musste ganz nah rangehen. Triebwerk 2 ausgefallen. Die DC-10 hat 3 Triebwerke. Nummer 2 auf dem Heck hat versagt. Die Leute in meinem Bereich waren ruhig, doch man merkte, dass sie nervös waren. Auch sie machten sich Sorgen. Wir wussten, dass es nicht gut aussah. Records kann das Flugzeug nicht gerade halten. Wir verlieren Hydraulikflüssigkeit. Ich schalte Nummer 2 ab.
Man schaltet das Triebwerk ab, wenn man den Fehler nicht kennt. Läuft es weiter, könnte es komplett kaputt gehen. Okay, das war's. Doch Danny Fitch befürchtet mehr als den Verlust eines Triebwerks. Ich schaute aus dem Fenster. Mir fiel sofort auf, dass der rechte Flügel absank. Das war unlogisch, denn der Ausfall des zweiten Triebwerks konnte nicht die Ursache dafür sein. Es musste einen anderen Grund geben. Bill sagte, Al, ich kann nicht steuern. Das war nicht normal, also schaute ich auf die Instrumente. Das beschädigte Triebwerk ist aus und das Flugzeug lässt sich nicht steuern. Es neigt sich nach rechts. Es ist ein sehr ungutes Gefühl, am Steuerhorn zu drehen, und das Flugzeug fliegt trotzdem weiter in die entgegengesetzte Richtung. Ich hab's, Bill. Wenn die Piloten das Flugzeug nicht ausbalancieren können, wird es sich bald überschlagen. Das Steuerhorn war komplett eingeschlagen und so weit rausgezogen wie nur möglich. So kann man normalerweise nicht fliegen. Wir hatten also ein großes Problem. Doch das Flugzeug neigte sich weiter. Das funktioniert nicht. Das Flugzeug lässt sich nicht steuern. Doch Ursache ist nicht der Verlust eines Triebwerks. Check die Messgeräte. Was passiert da? Keine Hydraulikflüssigkeit. Alle Systeme sind auf Null. Alle drei? Unmöglich. Ein komplexes Hydrauliksystem leitet die Steuerbefehle aus dem Cockpit zu Höhen, Seiten- und Querruder. Ist es defekt, ist die Steuerung unmöglich. Hydraulikflüssigkeit ist das Blut des Flugzeugs. Mit ihrer Hilfe werden auch das Fahrwerk und die Landeklappen gesteuert. Viele Prozesse laufen nur hydraulisch. Ohne Hydraulik hast du keine Kontrolle mehr. Man könnte das Steuerhorn auch gleich aus dem Fenster werfen. Obwohl die Steuerhörner nicht mehr funktionieren, nutzen die Piloten sie instinktiv weiter. Es ist wie beim Autofahren. Rutscht man auf Glatteis, hält man das Lenkrad trotzdem fest, obwohl es sinnlos ist. Beim Fliegen ist es genauso. Man hofft, dass noch irgendwo Hydraulikflüssigkeit übrig ist. Was steht im Buch? Die DC-10 hat drei separate Hydrauliksysteme. Fällt eines aus, gibt es zwei als Backup. Doch alle Systeme sind leer. Da steht nichts zu so einer Situation. Die Wahrscheinlichkeit für sowas ist 1 zu 1 Milliarde. Dafür wird man nicht ausgebildet. Denn technisch gesehen passiert es einfach nicht. Ohne Hydraulik ist das Flugzeug nicht steuerbar. Es könnte jederzeit abstürzen. Triebwerke angleichen? Ja, warum nicht? Wir haben einfach aus der Situation heraus gehandelt. Wir wussten, dass es dafür keinen Plan gibt. Wir haben das genutzt, was noch ging. Die Triebwerke an den Tragflächen laufen problemlos. Die Piloten nutzen sie zum Steuern. Ich nehme bei Nummer 1 10% raus. Du steigerst Nummer 3 langsam um 10%. Mit dem Angleichen der verbleibenden Triebwerksleistung könnten sie das Flugzeug ausbalancieren. Vorsichtig. Die Triebwerke sind auf Reisegeschwindigkeit. Der kleinste Fehler könnte fatal sein. Das Flugzeug balanciert sich aus. Okay, sehr gut. It's got it. Die improvisierte Methode scheint zu funktionieren. Doch ohne Hydraulik sind Crew und Passagiere trotzdem in großer Gefahr. Wie weit noch? 600 Kilometer. Zwei Triebwerke reichen bis Chicago, doch die Piloten wissen nicht, wie sie ohne Steuerung landen sollen. Wie landen wir den Vogel?
Die Steuerelemente des Flugzeugs sind nutzlos. Noch kein Pilot konnte eine DC-10 ohne Hydraulik sicher landen. 296 Menschen werden sterben, wenn die Piloten keine Lösung finden. Die Nase geht runter. Was ist hier los? Flug 232 sinkt. Zieht der Pilot am Steuerhorn, stellen sich die Höhenruder normalerweise auf und das Flugzeug steigt. Wir haben keine Höhenruder. Doch ohne Hydraulik geht das nicht. Eigentlich zieht man das Steuerhorn zu sich und die Nase geht hoch. Aber die Steuerelemente funktionierten ja nicht. Okay. Mal schauen, was passiert. Nur die beiden Triebwerke funktionieren noch. Nochmal 10%. Beobachte die Instrumente. Langsam. Die Piloten hoffen, dass der Rumpf durch mehr Leistung in den Triebwerken und somit mehr Auftrieb angehoben wird. Mehr Leistung führt zu Auftrieb. Und das brauchten wir. Das Manöver funktioniert. Das Flugzeug sinkt nicht mehr. Okay. Ich hab's. Langsam. Easy. Wir sind 300 Meter gesunken. Wir müssen landen. Finde raus, wo wir sind und bring uns zum nächsten Flughafen. Seit dem Triebwerksausfall driftet das Flugzeug nach rechts und ohne Steuerung wird es Chicago nicht erreichen. Die Piloten müssen schnell einen sicheren Landeplatz finden. Hier spricht United 232. Wir haben einen Notfall und brauchen Vektoren zum nächsten Flughafen. Was ist los? Keine Hydraulik. Wir werden notlanden. United 232, Sie fliegen Richtung Sioux City. Wollen Sie da landen? Wir nehmen Sioux City. Positiv. Bereiten Sie die Landung vor. Okay. Jetzt steigen wir. Plötzlich steigt das Flugzeug wieder. Doch es wird langsamer. Die Tragflächen verlieren an Auftrieb. Es könnte zu einem Strömungsabriss kommen und die Maschine würde abstürzen. Was zum Teufel ist hier los? Achte auf die rechte Seite. Okay. Um das Flugzeug sinken zu lassen, muss Kapitän Heinz die Triebwerksleistung jetzt reduzieren. Okay, ich hab's. Ich merkte, wie das Flugzeug sank und fragte mich, was da vor sich geht. Wir sinken wieder. Langsam drosseln. Langsam. Langsam. Okay. 275. Großer Gott. Das Flugzeug ist weitere 450 Meter gesunken. Wie weit noch? 90 Kilometer. In 30 Minuten wird das Flugzeug aufschlagen. Jan. Keine Angst, Jan. Es fliegt auch mit zwei Triebwerken. Als ich ihr das sagte, antwortet sie, ich komme eben aus dem Cockpit. Die Piloten haben große Probleme. Der Kapitän sagt, dass wir keine Hydraulik haben. Bingo. Das heißt, dass die Maschine weder steuerbar noch zu landen ist. Okay. Sagen Sie dem Kapitän, dass ein DC-10-Fluglehrer hier ist und Hilfe anbietet. United 232, Sie erbitten eine Notlandung? Positiv. Wir haben keine Hydraulik mehr. Bitte um Vektor zum Flughafen. United 232, Radarkontakt.
Dreht links nach 255. Ich denke nicht, dass wir nach links abdrehen wollen. Würde ich nicht riskieren. Stimmt. Um Sioux City anzufliegen, müssten sie nach links abdrehen. Doch das Flugzeug fliegt nur noch nach rechts. Eine erzwungene Linksdrehung könnte fatal sein. Wir sind in einer Rechtsdrehung. Anders geht's nicht. Der Tower gab Anweisungen. Doch wir versuchten lieber eine 360-Grad-Drehung anstatt einer Linkskurve. United 232, Roger. Rechtsdrehung nach 255. Die Piloten müssen ohne Querruder eine präzise Rechtsdrehung fliegen. Vorsichtig passen sie die Leistung der beiden Triebwerke für das Manöver an. Als sie sich drehen, sinkt die Nase plötzlich und das Flugzeug beschleunigt. Wir versuchten, das Flugzeug gerade zu halten. Doch da es nach rechts driftete, ging die Nase runter und das Flugzeug drohte, sich zu überschlagen. Das mussten wir verhindern. Sie schaffen die Drehung, doch sie sind um weitere 300 Meter gesunken. Sioux City ist noch 64 Kilometer entfernt. Ich denke nicht, dass wir das schaffen. Ein DC-10-Fluglehrer ist an Bord und bietet Hilfe an. Diese Nachricht war eine Erleichterung, da wir auf Input von ihm hofften. Wir nahmen seine Hilfe dankend an. Okay, bring ihn rein. Könnten Sie mitkommen? Und so wurde ich vom Passagier zum Crewmitglied. To a crew member. Ich erinnere mich an ihre angespannten Unterarme und die weißen Fingerknöchel. Sie saßen an ihren Steuersäulen und versuchten, das Flugzeug gemeinsam zu fliegen. Das ist eine Besonderheit, denn ein Flugzeug fliegt sonst auch gut mit einer Person und zwei Fingerspitzen. Es war eindeutig nicht normal. Wir müssen gerade bleiben. Dann versuchen wir das. Hydraulik komplett ausgefallen. Ich hörte mir alles an und dachte, Danny, heute stirbst du. Wie kann ich helfen? Nehmen Sie die Schubhebel. Er stand zwischen Bill und mir und konnte so den wechselnden Schub viel besser steuern. Okay. Zurückziehen. Ganz langsam. Fitch muss das Flugzeug drosseln, damit es nicht weiter steigt. Es dauerte nicht lange, bis ich das Verhalten des Flugzeugs studiert hatte. Nein, nein, noch nicht. Erst wenn es ausgeglichen ist. Die Flugbegleiter bereiten diskret die Notlandung vor. Sieht nicht gut aus. Wir beobachteten die Flugbegleiter, um zu verstehen, wie die Lage war. Mehrere Minuten lang räumten sie nur die Kabine auf. Danny Fitch beobachtet das Steuerhorn, um zu wissen, was er tun muss. Ist das da rechts, Sioux City? Ja, ist es.
Endlich ist das Ziel in Sichtweite. Normalerweise wird die Geschwindigkeit beim Landeanflug verringert, doch ohne Flugsteuerung geht das nicht. Ohne Hydraulik konnten sie die Steuerflächen nicht für eine normale Landung einstellen. Also mussten sie mit hoher Geschwindigkeit landen, um den Auftrieb zu erhalten. Wir konnten unsere Geschwindigkeit nicht beeinflussen. Das war unser größtes Problem. Wir mussten langsamer werden, aber wir konnten ja nichts tun. Wenn sie die Landebahn erreichen, dann mit großer Geschwindigkeit. Was danach passiert, weiß niemand. Wir konnten die Nase nicht anheben. Das war das größte Problem bei der bevorstehenden Landung. Ich fragte mich auch, ob wir die Landebahn überhaupt treffen würden. Etwas weiter rechts. Fitch hält das Flugzeug gerade und auf Kurs, indem er die Leistung der zwei Triebwerke anpasst. Ich begann intuitiv das Flugzeug zu fühlen. Ich wurde eins mit ihm, spürte seine Signale und konnte sein Verhalten vorausahnen. Hi Al. Danny Fitch. Bill Records. I'll tell you what. Wenn das vorbei ist, trinken wir ein Bier. Well, ich trinke zwar nicht, aber ich nehme eins. Wir sahen den Tod ins Auge. Wir und die Passagiere. United 232 hat weniger als 10 Minuten bis zur fast unmöglichen Landung. Eine Katastrophe bahnt sich an. Rettungskräfte bereiten sich auf das Schlimmste vor. Als sie sich dem Flughafen nähern, entscheidet Kapitän Heinz, die Passagiere über die Situation aufzuklären. Meine Damen und Herren, hier spricht Kapitän Al Haynes. Wie Sie sicher schon gemerkt haben, haben wir Probleme mit der Steuerung. Wir werden in ungefähr 8 Minuten in Sioux City notlanden. Wir haben so viel Kontrolle über das Flugzeug, wie momentan möglich ist. Doch Sie müssen wissen, dass uns eine Bruchlandung bevorsteht. Bitte befolgen Sie deshalb unbedingt die Notfallvorkehrungen. Die Situation ist äußerst kritisch. Wir tun alles, was in unserer Macht steht, um Sie sicher auf den Boden zu bringen. Aber Sie müssen mit uns zusammenarbeiten. Ich glaube, dass der Kapitän so ehrlich wie möglich sein wollte. Er wollte nichts beschönigen und uns wissen lassen, dass der Zustand sehr ernst ist. Ich war sicher, dass ich diesen Tag nicht überleben würde. Niemand wusste, wie das ausgehen würde. Die Passagiere vermuteten wohl, dass das Flugzeug schwer beschädigt wird und dass Verletzungen oder Schlimmeres sehr wahrscheinlich sind. Okay. Landen wir das Mistding. Sie sind weniger als 3000 Meter vom Boden und 10 Minuten vom Flughafen entfernt, doch immer noch zu schnell für eine sichere Landung. Anstatt der für eine Landung normalen 220 bis 260 km/h waren sie 370 km/h schnell, weshalb sie mit mehr Wucht aufkommen würden. Die Strecke zum Landen würde viel länger sein, die Fehlertoleranz dafür enorm klein. Wie kriegen wir das Fahrwerk raus? Ich weiß wie. Das Ausfahren des Fahrwerks bremst das Flugzeug. Ohne Hydraulik müssen die Piloten es manuell lösen und hoffen, dass die Schwerkraft es einrasten lässt. Hoffentlich funktioniert das. Wenn nicht, ist das Flugzeug verloren. Alles klar. Das Fahrwerk verursacht genug Luftwiderstand, um das Flugzeug etwas zu bremsen. Doch es ist immer noch 130 km/h zu schnell. Okay, wir gehen jetzt runter. Die Passagiere bereiten sich auf ihre vielleicht letzten Minuten vor.
Das Letzte, was ich meiner Frau schrieb, war: Ich liebe dich. Ich glaubte nicht, dass ich überleben würde. In den letzten Minuten überlegte ich: Solltest du Unrecht behalten, dann bereite dich jetzt vor. Wenn ihr gelandet seid und du nicht schwer verletzt oder tot bist, hau nicht ab. Keine Panik. Bleib ruhig und versuch den anderen Menschen, so gut wie möglich zu helfen. Es sind nur noch 27 Kilometer bis zum Flughafen. Wollen Sie sich setzen? Ja. Vielen Dank. Okay. Alle Piloten müssen bei der Landung sicher angeschnallt sein. Nur wenige Kilometer vor dem Flughafen müssen sie noch einen Kreis fliegen, um den Kurs zu korrigieren. Da unten ist der Flughafen. Ich sehe ihn. Ich noch nicht. Sobald wir runtergehen, geht's los. Wir fragten uns, mit welcher Geschwindigkeit wir auftreffen und was dann passiert. Wir hofften, dass es das Flugzeug nicht auseinanderreißt. Vorwärts, vorwärts. Ohne Landeklappen hält nur die Fluggeschwindigkeit das Flugzeug in der Luft. Die Triebwerke müssen auf voller Leistung bleiben. Das wird eine lustige Landung. Halte den Kurs. Gut so. Aus einer Höhe von 12.000 Meter haben die Piloten das Flugzeug bis in Sichtweite einer Landebahn trudeln lassen. Nun müssen sie landen. Das Flugzeug sinkt 500 Meter pro Minute und somit schneller als ein Space Shuttle. Also sehr gut. Da ist die Landebahn. Vorne rechts. Da drüben. Doch die Piloten können das Flugzeug nicht bremsen. Fitch muss sogar beschleunigen, damit die Nase oben bleibt. Bereit zum Landen. Oh Mann. Bitte vorsichtig. Sag ihnen, dass wir in 2 Minuten landen. 2 Minuten bis zur Landung. 2 Minuten. Ich war überzeugt, dass ich es schaffe. Ich kann es. Ich mache keinen Fehler. Ich akzeptiere nur eine Bestleistung. Und wenn ich sterbe, dann eben jetzt und hier. Flug 232, Freigabe zur Landung auf jeder Landebahn. Ah, sogar eine Landebahn. Ich wusste, dass wir nah und schnell genug waren, um den Flughafen zu erreichen. Das war die Hauptsache. Ob wir auch eine Landebahn treffen, keine Ahnung. Das Flugzeug fliegt immer noch schneller als normal. Doch die Crew kann nicht mehr warten. Das ist ihre einzige Chance. Genau. Und jetzt bremsen. Ja. Sie haben nur minimale Bremswirkung und Schubumkehr, um das Flugzeug am Boden zu stoppen. Steuern ist unmöglich. Kein Pilot hat jemals eine DC-10 bei dieser Geschwindigkeit sicher gelandet, ob mit oder ohne Steuerung. Leistung rausnehmen beim linken Triebwerk. Man konnte Menschen weinen hören. Manchmal schrien auch welche. Und ich erinnere mich, dass ich am Ende dachte, dass ich mich nicht vorbereiten kann. Ich muss abwarten, was passiert. Noch 30 Sekunden bis zur Landung. Runter, runter, runter. Ich hatte keine Ahnung, was bei der Landung passieren würde. Wir waren zu schnell. Wir hatten weder Landeklappen noch Bremsen und konnten das Flugzeug nicht steuern, sobald die Landebahn erreicht wäre. Zum Schluss hoffte ich, durch mehr Leistung die Nase hochziehen zu können. So hat der Rumpf Luftwiderstand, wir werden langsamer, kommen mit dem Fahrwerk auf und können die Landebahn entlang rollen. Die Fluglotsen können kaum mit ansehen, was gerade passiert. Nur 30 Meter über dem Boden sinkt die Nase plötzlich und das Flugzeug beschleunigt wieder.
Die Nase sank, wir wurden schneller und der rechte Flügel ging runter. Wir mussten es wieder gerade kriegen. Schub weg. Beide Triebwerke aus. Das geht nicht, sonst stürzen wir ab. And we both said okay. Wir waren beide einverstanden. Er ist dafür zuständig. Es muss vollstes Vertrauen herrschen. Links, 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 links! Wir drehen uns, wir drehen uns! Ich habe es nicht ganz geschafft. Wir prallten sehr hart auf. Mein Kopf knallte auf die Instrumente vor mir. Als ob eine riesige Hand meinen Kopf nimmt und ihn auf die Armaturen schlägt. Wir kamen extrem hart auf. Ich hatte versucht, mich darauf vorzubereiten, doch es half nichts. Ich merkte, dass sich das Flugzeug überschlug und dann rutschten wir eine gefühlte Ewigkeit rückwärts. Ich weiß noch, dass ich aus dem Fenster sah, dass es kurz blau wurde, dann wieder braun und grün. Die Wucht des Aufpralls lässt sich nicht beschreiben. Ich brauchte ein paar Sekunden, um zu mir zu kommen. Ich spürte Schmerzen, also war ich wohl nicht tot. Und dann erkannte ich, was passiert war. Das Flugzeug hatte sich gedreht und ich hing kopfüber in meinem Sessel. Der Rauch zwang uns, nach hinten ins Flugzeug zu gehen. Ich fand einen Ausgang, wo das Heck abgebrochen war. Ich kletterte raus und war in einem Maisfeld. Das war beruhigend. Mir wurde klar, dass ich beim Absturz nicht schwer verletzt worden war. Plötzlich hörte ich ein Baby im Wrack weinen. Ich dachte gar nicht weiter nach, sondern reagierte nur auf das Geräusch und kletterte wieder in das Flugzeug. Ist gut. Ist ja gut. Jerry Schemmel findet das Kind und später dessen Eltern. Ist ja gut. Nicht alle Passagiere haben so viel Glück. Flugzeugteile liegen auf der Landebahn und im Feld. Das Cockpit und die Piloten sind nicht auffindbar. Als das Flugzeug auf dem Boden aufkam und in einem riesigen Feuerball verschwand, erwarteten wir nicht, noch Überlebende zu finden. 45 Minuten nach dem Crash wird das Cockpit 180 Meter vom Wrack entfernt gefunden. Alle vier Piloten leben. Glücklicherweise wurde ich beim Aufprall bewusstlos. Ich erinnere mich gar nicht an den Crash. Dann hörte ich jemanden fragen, sind hier wirklich vier Personen drin? Und mehr als eine Stimme antwortete mit Ja. Als ich den Feuerwehrmann kommen sah, wusste ich, dass ich abgestürzt, aber lebendig war. Ich wusste nicht, wie es mir ging oder ob meine Beine noch dran waren. Ich konnte meine Finger nicht bewegen. Ich klebte sozusagen am Boden. Ich war im Wrack eingeklemmt und hatte stechende Schmerzen in meinem Rücken und in einer Seite. Gebrochene Rippen steckten in der Lunge. Ich war durchgehend bei Bewusstsein. Ich weiß noch alles. Die erste Nacht im Krankenhaus wäre ich fast gestorben. Ich hatte 9 OPs. Nach 18 Monaten war ich gesund. 111 Menschen, darunter 11 Kinder und ein Crewmitglied, sind tot. Doch 185 Menschen haben die Bruchlandung überlebt. Alle dachten, dass das niemand überlebt haben konnte. Doch das war falsch. Es gab sogar sehr viele Überlebende. Der Schaden an der Heckpartie untermauert die Aussage der Piloten. Triebwerk 2 ist mitten im Flug explodiert.
Warum das passierte und wie die Hydraulikflüssigkeit verloren ging, müssen die Ermittler herausfinden. Wir wussten bereits, wonach wir suchten. Es gab einen Triebwerksausfall und ein Hydraulikproblem, das alle Systeme entleerte. Bob McIntosh ist für die Ermittlungen in Sioux City verantwortlich. Wir versuchten zu rekonstruieren, wie Splitter das Flugzeug hätten lahmlegen können. Die Ermittler merken schnell, dass ein wichtiges Teil des Triebwerks fehlt. Das Gebläselaufrad ist eines der Hauptteile des Triebwerks. Wenn es fehlt, sieht man das sofort. Das Bläserlaufrad ist eines der größten Teile des Triebwerks und leitet Luft ins Innere. Es wiegt gut 180 Kilo und hat einen Durchmesser von 80 Zentimetern. Es fehlte. Wir mussten es finden, da es die Ursache für den Flugzeugabsturz war. Metallurgen helfen bei der Suche nach der Ursache. Die rotierenden Teile in Strahltriebwerken müssen großen Kräften standhalten. Man braucht also Material, das sehr robust, aber auch leicht ist. Für das Bläserlaufrad wird eine Titanlegierung verwendet. Strahltriebwerke sind sehr verlässlich. Noch nie ist ein Bläserlaufrad gebrochen. Ein Defekt an einem rotierenden Teil, ob vorn oder hinten, ist sehr ungewöhnlich. Bevor sie das Rätsel lösen können, müssen die Ermittler das fehlende Bläserlaufrad finden. Es liegt wahrscheinlich in einem Feld irgendwo in Iowa. Eine große Suchaktion beginnt. Wir wussten, dass es schwer werden würde, dieses Teil wiederzufinden. Aber wir waren hoch motiviert. Al, ich kann nicht steuern. Währenddessen untersuchen die Ermittler die Hydraulik und fragen sich, wie ein dreifaches System ausfallen konnte. Theoretisch fällt ein System aus, wenn ein Triebwerk ausfällt. Wir mussten herausfinden, warum beim Ausfall von Triebwerk 2 alle Hydrauliksysteme versagten. Jedes Hydrauliksystem wird von einem Triebwerk angetrieben. Da nur ein Triebwerk ausfiel, hätten zwei Hydrauliksysteme funktionieren müssen. Die Ermittler untersuchen das Wrack um Triebwerk 2 und verstehen nun, was passiert ist. An einer Stelle laufen die drei Systeme zusammen, nämlich im Höhenleitwerk, wo die Höhenruder angesteuert werden. Alle drei Hydraulikleitungen des Flugzeugs verlaufen im Heck unter dem Hecktriebwerk. System 2 wurde zerstört, als das Bläserlaufrad wegflog. Splitter beschädigten die anderen zwei Systeme. Die Schläuche wurden punktiert oder zerschnitten. Das Flugzeug verblutete. Da wussten wir, wie ein Ausfall von Triebwerk 2 so einen massiven Schaden hatte anrichten können. Links! Links, 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 links! Da die Ermittler nun wissen, welchen Schaden das Bläserlaufrad verursachte, müssen sie es umso dringender finden. Dem Finder werden $50.000 versprochen. Monate nach der Bruchlandung findet eine Farmerin das fehlende Puzzleteil in ihrem Feld, circa 100 Kilometer vom Flughafen entfernt. Das ist das Loch. Der Mähdrescher stieß auf etwas Hartes. Ich sah nach und dachte nur, oh Gott, das ist es. Die Dame, die das Gebläselaufrad fand, war unsere absolute Heldin. Denn das war das wichtigste Beweisstück. Das Rad ist in zwei Teile zerbrochen. Wie kann das sein? Das war sehr ungewöhnlich und wir mussten unbedingt herausfinden, wie das Ding brechen konnte.
Die Titanlegierung für dieses Bauteil ist äußerst stark und robust. Es sollte nicht zerbrechen können. Schau mal hier. Wenn man es sieht, kann man gar nicht glauben, wie etwas so Massives in zwei Teile zerbrechen könnte. Das ist nicht über Nacht passiert. Eine genaue Untersuchung liefert die erstaunliche Ursache des Bruchs. Materialermüdung. Es war gut zu erkennen, dass es ein Ermüdungsriss war. Nun wollten wir wissen, wo er herkam. Schneidest du mir ein kleines Stück raus, von da? Sie müssen herausfinden, was die starke Legierung geschwächt hat. Sie verfolgen den Riss bis zum Ursprung und entfernen ein Stück für Tests. So. Sie finden Elemente, die nicht im Metall sein dürften. Stickstoff und Sauerstoff. Stickstoff und andere Elemente wie Sauerstoff machen Titanlegierungen spröde. Wird der Bereich beansprucht, bricht er sehr leicht. Eine schlechte Charge Titan? Ganz genau. Die Ermittler schließen daraus, dass ein mikroskopisch kleiner Fehler im Titan des Bläserlaufrads zu einem Riss geführt hat, der in 17 Jahren immer länger wurde. Er wurde immer größer und größer, jedes Mal, wenn das Triebwerk anlief oder stoppte. Es war nur eine Frage der Zeit, bis das Rad brechen. Ich hab sie. Was war das? Und die Katastrophe kommen würde. Dieses Bauteil wurde tatsächlich regelmäßig geprüft. Doch der Riss war wirklich sehr schwer zu entdecken. Die Ermittler raten sofort zu gründlicheren Untersuchungen von Bläserlaufrädern. Titan wird heute dreimal im Vakuum geschmolzen, um Unreinheiten zu entfernen. Der gesamte Sauerstoff und Stickstoff im Material wird durch das Vakuum herausgesogen. Auch das Hydrauliksystem der DC-10 wird erneuert. Ingenieure fügen Ventile hinzu, die im Falle eines gerissenen Schlauches geschlossen werden. Aus jedem Unfall lernt man. Und obwohl Flug 232 Jahrzehnte zurückliegt, lernen wir immer noch daraus. Trotz der Todesfälle werden die Piloten wie Helden gefeiert. Jeder war wohl überrascht, dass sie es geschafft hatten. Doch das spricht für die Fähigkeiten der Crew und die Robustheit des Flugzeugs. Keine Hydraulikflüssigkeit. Alle Systeme sind auf Null. Unmöglich. Als alle Hydrauliksysteme weg waren, befanden sie sich auf unbekanntem Terrain und mussten improvisieren. Wir benutzen die Triebwerke. Sie haben diese Katastrophe dann doch relativ gut überstanden. Wie kann ich helfen? Nehmen Sie die Schubhebel. Dass Kapitän Haynes im Notfall Hilfe annahm, hat wahrscheinlich 185 Menschen das Leben gerettet. Okay. Al Haynes überließ einer völlig fremden Person das einzige Steuerelement seines Flugzeugs. Er wusste, das war die einzige Möglichkeit und das ist phänomenal. Er hat meine Hochachtung. Alle vier Piloten erhalten den Polaris Award, die höchste Auszeichnung der zivilen Luftfahrt, die besonders heldenhafte Manöver honoriert. Wir haben das Flugzeug auf die Landebahn bekommen. Auf mehr konnten wir nicht hoffen und das war schon viel. Aber zu sagen, dass wir Helden sind, stimmt nicht. Wir hatten nur Glück, dass unser Plan funktioniert hat. Ich hätte mein Leben gegeben, weil es meine Verantwortung als Pilot ist. Das ist nicht heldenhaft. Die Passagiere vertrauen mir und dieses Vertrauen missbrauche ich nicht. Al Haynes und Bill Records flogen bereits ein Jahr nach dem Unfall wieder. Bei Danny Fitch dauerte es länger. Die Ärzte konnten mich Gott sei Dank zusammenflicken, aber sie dachten nicht, dass ich je wieder fliegen könnte. Ich glaube, es war 16 oder 18 Monate später auf dem Flug 187 nach Honolulu, als man aus dem Lautsprecher hören konnte, hier spricht Danny Fitch. Ich bin Ihr Kapitän. Man darf niemals aufgeben.